Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Heute mit ein paar Themen. Bevor es dann wieder weitergeht, Staubfarmen. Gestern, da ging es richtig krass ab. Freut euch auf das Video später noch. Auf jeden Fall, ja, die Ausbeute war nicht schlecht. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Staubtechnisch bin ich noch nicht bei meinem Ziel. Ich bin ein paar hunderttausend im Minus, also hinter meinem Ziel. Also die 10 Millionen als Ziel schaffe ich wahrscheinlich leider nicht. Aber kommen wir zu den Themen. Also erstmal die verrückte Theorie, das Gemunkel auf den Straßen. Dieser verrückte Da Vinci Code, Mann. Ich habe gestern ein Video dazu gemacht, und zwar der Ultra-Bonus. Da wurden drei Sachen angekündigt dazu. Drei Wochen und die letzte Woche, der letzte Abschnitt, die letzte Ankündigung, der hat den versteckten Code. Dazu muss man aber erstmal wissen, also Gen 1 heißt ja zum Beispiel Kanto. Gen 2 Johto, dann kommt Sinnoh und dann kommt Hoenn oder Hoenn, wie auch immer man es ausspricht. Und Gen 5 heißt Unova, okay? Und der letzte Abschnitt, der Anfangsbuchstabe von jedem Satz, ergibt zusammen Unova. Krasse Sache, wie auch immer da drauf gekommen ist. Also Unusual Pokémon fängt der erste Satz an, das ist das U. Dann Noteworthy Opponents, N, Over the Course, O, Venture Out, V und as always A. Was halte ich von dieser Theorie? Also August, September, also an sich ist es eigentlich schon Zeit für Gen 5. Oktober ungefähr, September, Oktober kommt immer die neue Gen, also macht Sinn. Wäre jetzt nichts allzu Verrücktes, dass es jetzt um die Zeit kommen würde. Was ich sagen kann, ich habe ja Amerikanistik studiert und auch Literatur. Der Satzbau ist schon merkwürdig. Also so, also wenn man den Satz betrachtet oder den Absatz, kann man schon sagen, die haben das extra so gemacht, damit sich das Wort Unovo ergibt, weil der letzte Satz und der vorletzte Satz sind eigentlich dasselbe. Also die haben schon krampfhaft versucht, irgendwas mit A zu starten. Weil as always happy exploring trainers. Ich habe hier zum Beispiel das Wasserfestival offen. Darüber gehen wir gleich. Und da ist der letzte Satz zum Beispiel. All you have to do is go, get up and go. Das wäre in unserem Fall das Venture out, take on challenges and make discoveries. Punkt. Das ist ja eigentlich schon das. Und dann bringen die nochmal was raus. Also noch einen Satz extra. Weil hier steht ja auch nicht, have fun, enjoy und bla bla bla. Wir können uns noch eins anschauen. Von irgendeinem anderen Event. Zum Beispiel hier Rayquaza kommt raus, dann labern die irgendwas mit dem Wind und dann let's go. Da steht auch nichts mit have fun und enjoy. Abenteuerwoche. Krasses Event. Mach bei diesem Abenteuer mit. Endet after Juni, get up and go. Das war's. Nichts von have fun. Also dieser letzte Satz ist so fehl am Platz. Also ich denke schon, dass es mit Absicht reingemacht wurde und ein kleiner Hinweis ist. Aber naja, wir werden sehen. Aber an sich, hey, irgendwann muss ja Gen 5 kommen. Und vom Zeitraum her passt es auch. Also ich weiß nicht, wieso das so eine große, krasse Überraschung ist. Ja, Gen 5 kommt. Was für eine Überraschung. Wow. Dann wurde, wie bereits gesagt, ein neues Event angekündigt, das Wasser-Event, Wasser-Festival. Eigentlich jedes Jahr, Wasser-Festival 2019. 23. August schon, das ist ein Freitag, oder? Offensichtlich erhöht Wasser-Pokémon. Zwei neue Shinies sind am Start, Carnivania und Barshua. Doppelbonbon, aber nur fürs Brüten. Yo, nach der Woche hier habe ich sicher keine Inkubatoren übrig für Bonbons. Und wenn ich welche über habe, die hebe ich auf bis zum nächsten Staub-Event wieder. Ich brüte nur, wenn es Staub gibt. Und sicher nicht, wenn es dumme Bonbons gibt. Buddy-Kilometer-Anzahl ist reduziert auf die Hälfte für Wasser-Pokémon. Macht Sinn bei... Weiß nicht, ob es Sinn macht, aber Kyogre. Mein zweiter Account läuft immer mit Kyogre rum. Und statt 20 Kilometer sind es halt 10. Sonst könnt ihr mit Carpador rumlaufen. Viele, die brauchen immer noch Carpador-Bonbons. Dann braucht ihr nur noch 500 Meter anstatt Kilometer. Keine Ahnung. Wie gesagt, erhöhte Wasser-Pokémon. Und von denen bräuchte ich natürlich Walmer. Ich habe immer noch kein Shiny-Walmer. Und Krabi natürlich, Krabi ist natürlich auch sehr geil. Das sind so die zwei Top-Wasser-Pokémon in Shiny, die ich noch bräuchte. Abgesehen von den neuen, die halt jetzt kommen. Dann gibt es vermehrt Wasser-Pokémon aus den Eiern und in Raids, aber kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Interessantes dabei sein wird. Und Krabhammer für Kingler und Krebskorps. Oder Entwicklung von Krebskorps, wie auch immer der heißt. Und passend zum Wasser, Seentrio. Das Seentrio kehrt für eine Raid-Stunde wieder. Aber Vorsicht! Nur das, was wir haben, also für uns heißt das Vesprey kommt wieder. Die kommen wieder Mittwoch, 28. August, das heißt dort gibt es dann garantiert keine Rayquaza-Rage-Stunde, sondern eine Vesprey-Rage-Stunde.
für alle, die es interessiert. Das ist wahrscheinlich niemand. Und zum Abschluss noch eine Info an alle. Dieses Wochenende findet in Amerika, glaube ich, ist es, die Weltmeisterschaft von Pokémon statt. Und zwar die VGC, Video Game Championship. Und dieses Jahr ist auch PvP Pokémon Go mit dabei. Es werden 8 Leute eingeladen. Es sind so 7 bekannte Streamer, YouTuber, PvP-Leute. Und ein Wildcard-Gewinner sozusagen. Man kann vorbeischauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie professionell, wie krass die das aufziehen werden, wie viel sie da rein investieren werden. Und daran kann man dann auch erkennen, zum Beispiel, wie wichtig ihnen PvP ist. Ich meine, allein, dass es schon dabei ist, zeigt schon, dass sie sich dafür interessieren, also Niantic. Also ich würde sagen, ein Blick drauf kann nicht schaden. Vor allem für Leute, die sich für PvP interessieren. Oder die, die sich noch für PvP interessieren werden. Ich habe es immer noch nicht komplett ausgeschlagen. Das Problem bei mir ist halt, ich brauche den Staub. Ich habe keine Ressourcen, um Zweitattacke zu laden und irgendwelche 0815, 0515 Pokémon zu pushen. Ich brauche den Staub für meine 100er auf Max. Ist halt so. Ist vielleicht für ein paar Leute ein dummes Ziel, aber das ist mein Ziel. Und den Staub kann ich nicht andersweitig ausgeben, also tut mir leid, PvP. Der Staub ist mir einfach zu wichtig, um da zu spielen und nicht zu gewinnen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch auf Festbrief freut, nicht mal, ob ihr euch auf das Wasser-Event freut. Und was glaubt ihr von der Theorie mit dem Da Vinci Code und das Gen 5 jetzt kommt? Meiner Ansicht muss es ja irgendwann kommen. Und der Zeitraum ist auch nicht so verrückt oder so. Ich denke, Gen 5 kommt, ja. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wenn wir liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.